Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandra Rose Fröhlich, die Ernährungstante heute mit einem echten Patientenfall. Gehirn und Motivation. Ihr wisst ja, lasst ein Abo da, das Plus weg, ihr wisst, wie es geht. Also, echter Patientenfall, Gehirn und Motivation. Was hat der Patient in diesem Falle gefragt? Also, er kam in die Beratung, war jetzt auch erst kürzlich und hat viele Dinge umgesetzt, aber hat gerade so eine Phase, wo das Gewicht stabil ist und er die Überlegung hatte, woran das liegen könnte. Und wir sind dann übers Ernährungscoaching einfach auf die Motivation gekommen. Es war relativ banal, mir sofort klar an dem, was er gesagt hat. Und nun war die Frage, wie können wir das Gehirn motivieren oder die Eigenmotivation stärken? Also, das Erste, was ganz wichtig ist, ist, dass man nicht das Problem zu doll als Problem sieht. Also wir kennen das alle, auch in anderen Bereichen, dass wir bestimmte Dinge haben, wo wir Probleme sehen, wo alles negativ ist. Kennen ihn natürlich auch, sind ja alle nur Menschen. Und da ist es ganz wichtig, das Positive rauszusehen. Also in dem Moment zu schauen, was geht positiv sehr gut. Das macht im Gehirn sogenannte Energie Plus. Das heißt, der Körper reagiert auf diese positive Struktur. Und dadurch werden natürlich auch Serotonin freigesetzt und nicht, wenn ich das negativ sehe, oh, das geht alles nicht, dann habe ich natürlich negative Energie. Man sagt da auch manchmal E-minus zu. Und die zieht einen ja auch eher runter. Wir wollen ja in die Motivation, also das Positive sehen, was geht, das Problem nicht als Problem sehen, sondern eher als Herausforderung, Dinge auszuprobieren. Und je häufiger wir das machen, je immer wieder wir das Ziel verfolgen, um die Herausforderung zu nehmen und dorthin zu kommen, führt dazu, dass wir immer, wenn wir zurückschauen, und das ist jetzt der Motivationstipp, immer gucken müssen, was hat gut funktioniert. Also nicht, oh Gott, ging alles nicht und funktionierte nicht und war doof, dann drehe ich mich sozusagen in der eigenen Schleife, sondern an der Stelle immer zu schauen, was hat gut funktioniert und bin ich ein Stück weitergekommen. Das heißt, die Herausforderungen nutzen und es einfach umsetzen. Das heißt, wenn ihr Dinge ausprobieren wollt und merkt, dass ihr das als Herausforderung habt, seht es als positive Herausforderung, dann kommt ihr auch zum Ziel. Manchmal müssen wir kleine Umwege gehen oder auch nochmal anpassen, aber in der Regel ist es dann möglich, wenn ich es positiv sehe. Das heißt, nicht negativ, sondern positiv sehen und immer schauen, was ich Gutes erreicht habe. Ihr dürft euch auch gerne auf die Schulter klopfen zwischendurch. Das heißt, schaut immer, was funktioniert gut, dann klappt das auch mit der Motivation und mit den Herausforderungen. Und dem Problem geben wir gar nicht so viel Raum. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Probiert es einfach mal aus. Wer es gemacht hat oder sowas schon kennt, schreibt mir einfach gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euch und schönen Tag noch. Tschüssi.